Du hattest einen Unfall jetzt, das muss untersucht werden, verstehst du? Das dauert ja auch vielleicht nur 10 Minuten, da kann man wieder zurückfahren. Das muss nicht sein, mir geht's doch soweit ganz gut, die Verschiffung. Warte mal. Pass mal auf, dann machen wir das so. Ihr wartet eben hier, passt du auf. Ja. Und ich gehe mal kurz rein und sag Bescheid, okay? Ja. Wir waren heute auf der Klassenfahrt und da haben wir natürlich eine kleine Party gemacht. Und sozusagen eine Bad-Taste-Party. Das heißt natürlich, jeder hat sich besonders hässlich gemacht und hatten ganz viel Spaß. Es gab natürlich auch Getränke, auch alkoholische Getränke, denn die Jungs und Mädchen in der Klasse sind über 18. Und der Till hat es wohl ein bisschen übertrieben und ist dann leider in unsere improvisierte Bar gefallen. Till, ich habe jetzt mal einen Arzt geholt. Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Kommst du mal rein? So, nein, warum soll ich hier mal? Ja, das muss ja versorgt werden. Sie haben noch einen Splitter im Gesicht. Hallo? Muss das sein? Ja, klar. Till. Komm mal mit. Komm, es dauert auch viel. Der erste Eindruck von Till war äußerst unkooperativ. Und wir mussten ihn überreden, sich überhaupt ärztlich versorgen zu lassen. Das Verhalten war vielleicht teilweise durch den Alkohol zu erklären, aber trotzdem war es schon sehr merkwürdig, dass er trotz Schmerzen die Behandlung zuerst völlig ablehnte. Das sind Scherben von der Bierflasche und die standen auf so einem Tisch. Okay. Alles klar. Mhm. Das sieht aber übel aus. Also die Eltern sind unterwegs, die habe ich gerade vom Auto aus angerufen. Die müssen eigentlich auch jeden Moment kommen. Okay. Keine 10 Minuten später trifft die Mutter des 18-Jährigen ein. Auch sie kann nicht verstehen, dass ihr Sohn die Behandlung verweigert. Denn eigentlich ist Till ein sehr besonnener und umgänglicher junger Mann. Bald zeigt sich aber das Ausmaß seiner Verzweiflung, die ihn so unvernünftig sein lässt. Zur Beobachtung bleibst du bis morgen bei uns, ne? Ach so, also das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen. Nein, ich brauche nicht hier bleiben, Leute. Till, jetzt warte doch. Stopp, dein Arm. Ja, ich erkenne Till überhaupt nicht mehr wieder. Ich weiß, dass er seit Wochen ein bisschen seltsam ist, aber das mit dem Alkohol und das mit dem Rumpöbeln und dieses ganze Benehmen im Krankenhaus, das sieht ihm gar nicht ähnlich. Und dann hat er sich noch so schwer verletzt dabei. Macht mir echt totale Sorgen. Ich weiß gar nicht, was los ist. Der Schulsozialarbeiter kennt den Jungen schon seit einigen Jahren. Johannes Tondera will Till beruhigen und zur weiteren Behandlung überreden. Denn seine Verletzungen sind keine Kleinigkeit. Doch der Gymnasiast will nur noch eins, nach Hause. Die Ursache dafür hätte niemand vermutet. Also für sowas hier bleiben zu müssen, das ist doch Quatsch. Also pass mal auf, du hast ein blutüberströmtes Gesicht. Du hattest dir gerade die Kanüle rausgezogen. Und dann sagst du mir, das muss ja nicht sein. Wann muss es denn sein, wenn du den Kopf unterm Arm drehst? Nein, aber ich find's einfach blödsinnig. Ja, aber wenn du sagst, du willst einfach nicht hierbleiben, dann ist es ja wohl der Grund. Aber pass mal auf, es ist ja noch nicht das letzte Wort. Ich kann noch mit dem Arzt sprechen. Ich meine, ich kann es dir jetzt nicht versprechen. Aber vielleicht kannst du ja auch wieder zurück mit zur Klassenfahrt. Wenn alles in Ordnung ist. Nein, Mann, ich hab da keinen Bock drauf. Das soll einfach zugemacht werden. Ich gehe nach Hause und ruhe mich aus. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass der Till, als es hieß, er muss eine Nacht im Krankenhaus bleiben, sich so dermaßen gewehrt hat und sich sogar die Kanüle rausgezogen hat und abgehauen ist. Naja, und eigentlich so ein bisschen aus Verzweiflung habe ich ihm das Angebot gemacht, den Arzt zu fragen, ob er nicht doch nach Hause kann. Was hältst du denn davon, wenn ich den Arzt frage, ob das heute möglich ist, dass du nach Hause kannst nach der Behandlung und deine Mutter auf dich aufpasst? Wäre das eine Idee? Das wäre schon eher nach meinem Ermessen. Ja, ich meine, da können wir uns ja drauf einigen, aber das kann man nicht machen, indem man abhaut. Da er schon volljährig ist mit 18 Jahren, können wir ihn natürlich nicht zwingen, hier im Krankenhaus zu bleiben, sodass er gegen Unterschrift, gegen ärztlichen Rat dann das Krankenhaus verlassen durfte. Aber da er ja in Begleitung des Sozialpädagogen war, wusste ich zumindest, dass er in guten Händen ist. Nachdem die Verletzungen des 18-Jährigen also versorgt waren, wurde er auf eigenen Wunsch entlassen. Die Klassenfahrt musste Till allerdings vorerst abbrechen. Zu Hause kümmert sich seine Mutter liebevoll um ihn, zum Unmut des Vaters. Was ist das denn jetzt hier? Werner, willst du den Jungen jetzt auch noch belohnen hier für sein Fehlverhalten, oder was? Schatz. Ich finde das nicht okay, was du machst. Lass ihn doch erstmal zur Ruhe kommen. Er hat so viel durchgemacht. Du kannst ja später mit ihm reden. Ich weiß, er benimmt sich seltsam in letzter Zeit, aber erstmal muss er sich erholen, ja? Das mag ja sein, aber willst du ihm noch einen Lolli geben? Wir können später darüber reden, okay? Gleich am nächsten Morgen besucht Johannes Tondera den verletzten Schüler. Er hofft, dass Till inzwischen zugänglicher ist. Außerdem hat der Sozialarbeiter gute Neuigkeiten im Gepäck. Er ahnt nicht, dass diese den jungen Mann vollends ausrasten lassen werden. Kommt rein. Ja, wir kennen uns noch nicht, aber Ihre Frau, die kenne ich schon. Ja, ich habe schon gehört. Ja, ich wollte den Till besuchen.
Gehen Sie einfach durch. Ja, danke schön. Ich habe am nächsten Tag meine Kollegin erstmal alleine gelassen mit der Klasse, um den Till zu besuchen, denn es war doch sehr, sehr bedenklich für mich, wie er sich am Tag davor im Krankenhaus verhalten hat. Das war völlig untypisch und deshalb wollte ich mich doch erstmal versichern, ob es ihm gut geht. Sehr gut, entspannt auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, ne? Das freut mich total, ja, weil vor allem gestern war es ja sehr, sehr chaosmäßig in der Klinik, ne? Und dann haben wir es ja doch irgendwie geregelt und ich freue mich, dass es dir wieder besser geht, ne? Und ich habe ja, auch sehr gut. Ja, ich habe nämlich auch eine gute Nachricht für dich. Hm? Ne? Ich habe mit deiner Klassenlehrerin gesprochen. Die ist jetzt im Moment alleine mit der Klasse. Ich hoffe, sie ist nicht so sauer. Nein, die ist nicht sauer. Ganz im Gegenteil, die wird sich freuen, wenn du heute wiederkommst und an der Klassenfahrt weiter teilnimmst. Das ist ja toll. Ja. Das sind ja gute Nachrichten, oder? Klasse. Wieso das denn? Ja, wir wollen dich wieder dabei haben. Und wenn du sagst, hier geht's besser. Nach der Aktion gestern. Ja, ich habe jetzt eigentlich gedacht, du freust dich. Ist das euer Ernst jetzt? Mal voller Ernst. Till! Wisst ihr was, Leute? Was war das denn jetzt? Till! Ganz ehrlich, lasst mich doch alle einfach mal in Ruhe, Mann. Hey, aber ich habe den Till ja zu Hause dann erstmal als sehr entspannt erlebt und er war eigentlich wieder der Till, den ich auch kenne. Als ich dann das Thema Klassenfahrt wieder angesprochen habe und gesagt hat, er dürfe wieder mitkommen, da ist er wieder völlig ausgeflippt und deshalb kann ich nur vermuten, dass das irgendwas mit diesem Ort zu tun hat. Du drehst ja völlig durch, wenn das Thema Klassenfahrt kommt. Und ich kann es nicht verstehen, weil wir hatten doch so viel Spaß. Du hast doch auch an der Verkleidung Spaß gehabt. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass ich jetzt dahin muss. Also ich muss doch davon ausgehen, dass du auch ein Interesse daran hast, dass Boah, wir das... Sie gehen mir richtig auf den Sack. Wissen Sie das eigentlich? Ich komme ja nicht hierhin, um dich zu ärgern. Ich mache dir jetzt einen Vorschlag. Ich lasse dich in Ruhe, aber nachdem wir ein kleines Spiel gemacht haben. Einverstanden? Du kennst mich ja. Ich mache ja ganz gerne immer so ein paar Sachen. Und das würde ich gerne noch mit dir machen. Und wenn du dann sagst, ich habe keine Lust und gehen Sie nach Hause oder gehen Sie wieder auf die Klassenfahrt, dann hau ich ab. Versprochen? Versprochen. Alles klar. Man hat ja gemerkt, dass der Till eigentlich gar nicht mehr mit mir reden wollte, dass er an dieser Stelle blockiert hat. Das habe ich so ein bisschen aufgegriffen und habe gesagt, wenn du dich noch einmal auf mich einlässt, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Ist natürlich für mich ein Risiko, weil wenn ich ihm das verspreche, dann muss ich es letztendlich auch einhalten. Ich meine, ich brauche dir ja nichts vormachen. Es geht mir ja darum, dass ich gerne rauskriegen möchte, was dich so belastet und wo du Respekt und Angst vor hast. Ne? Und deshalb steht jetzt jeder einzelne Stein für eine Hürde im Leben eines 18-Jährigen. Ne? Okay. Und dann sagen wir mal, der erste Stein ist, dass man eine Reise plant und in den Urlaub fährt. Mhm. Aber damit es nicht so leicht ist, ist das jetzt die Reise. So, okay. Die steht dafür. So. War nicht so schwer, ne? Nee, war super. Der zweite Stein ist, würde ich sagen, dass du einen Führerschein machst. Ich konnte ja den Till überreden, mit mir dieses Spiel zu machen mit den Steinen. Die Steine standen jeweils für eine Aktion in der Zukunft, die ein normaler 18-jähriger Junge dann auch hat, wie zum Beispiel eigene Wohnung, Führerschein, Ausbildung und so weiter. Und ich wollte einfach mal sehen, welche Hürden er für sich ganz locker nimmt und was für ihn schwierig ist. Ja, und die finale Aufgabe, die man hat, jetzt kommt quasi das Schwierigste. Das nehmen wir jetzt mal, ich sag jetzt mal, du ziehst von zu Hause aus, suchst dir eine eigene Wohnung und bist selbstständig. Mhm. Oh, das war jetzt ein bisschen schwierig. Komm, ich nehme dir das mal ab. Dann haben wir ja vielleicht schon das Problem gelöst, ne? Witzig mal. Also, das hat ja alles ganz gut geklappt, bis auf den Punkt, wo ich gesagt habe, du ziehst von zu Hause aus. Stellst du dir das denn so schwierig vor, alleine zu leben? Nein, das ist es nicht. Also ich kann mir das aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, das weil kann nicht du sein. Du hast Ziele gehabt, ja. Du hast dich informiert, du hast dich gefreut. Er hat Pläne, deine Zukunft. Ja, er hat das alles schon durchorganisiert und hat sich richtig drauf gefreut. Mir ist das alles total peinlich, gerade auch vor Papa. Du bist mein Sohn, du hast Selbstvertrauen, du bist selbstbewusst. Du bist 18, du bist ein erwachsener Mann. Vorhin, du hast Zukunftspläne gehabt, ich verstehe das jetzt echt nicht. Okay, passt auf, ich hole eben kurz was, ja? Ich kenne ja den Vater nicht so gut. Ich hatte bisher mehr Kontakt zu der Mutter in der Schule. Und ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Vater da so eine Position hat, dass der Till Angst vor ihm haben muss oder dass ihm etwas unangenehm sein muss. Auf mich machte der Vater den Eindruck, dass er ziemlich aufgeschlossen ist. Kennt ihr die noch? Dein Schmusetuch. Aber es ist schon so lange her. Das hat er seit seiner Geburt. Was ist denn damit? Könnt ihr euch noch damals dran erinnern, die Übernachtungsparty? Wann? Bei einem Freund. Ja, ich weiß noch, ja. Das ist schon lange her. Das ist schon sehr lange her. Das ist aber
Da hatte ich die damals mitgenommen. Ja. Und die anderen haben mich total ausgelacht deswegen. Was? Ja, aber hey, warum bist du nicht zu mir gekommen? Warum hast du nicht mit mir gesprochen? Weil mir das total peinlich war. Oder immer noch ist. Till, das... Wie lange ist das denn jetzt her? Ach, war ja, weiß ich nicht, 6, 7 Jahre alt oder so. Okay, das ist wirklich schon richtig über 10 Jahre her, ne? Oh, Till. Jetzt kann man natürlich darüber lachen. Ich kann es aber nachvollziehen. Ich habe auch noch mal einen Teddy aus meiner Kindheit. Und der liegt auch manchmal bei mir im Bett, obwohl ich auch wesentlich älter bin als der Till. Aber es gab ein Erlebnis mit diesem Schnuffeltuch, wo er schon mal ausgelacht wurde im Alter von 6 Jahren. Und das ist für einen 6-Jährigen durchaus traumatisierend. Und die Emotionen, die man da erlebt hat, die nimmt man auch mit ins Erwachsenenalter. Aus Scham wollte Till deshalb vehement nicht auf der Klassenfahrt bleiben. Dort hatte er erfolglos versucht, ohne sein altes Schmusetuch zu schlafen. Der Gymnasiast fühlt sich als Versager, der noch nicht einmal woanders übernachten, geschweige denn ein eigenes selbstständiges Leben führen kann. Johannes Tondera ist gefragt. Schmusetuch, darf ich das mal nehmen? Ja, klar. Das ist ja lediglich ein Symbol, ne? Das hast du schon dein Leben lang und dir ist das wichtig. Und du sagst, ohne das Schmusetuch kannst du schlecht einschlafen und du fühlst dich nicht wohl, ne? Aber das liegt ja nicht an dem Tuch, das ist ja ein Symbol. Und ich würde vorschlagen, dass wir ein anderes Symbol nehmen, was für das Schmusetuch steht. Und damit das einfacher ist, bringen wir das damit in Zusammenhang. Also, ich habe eine konkrete Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ein Foto von deinen Eltern, die dir wichtig sind, und von dem Schmusetuch, das dir wichtig ist, und dir machen. Und das kannst du in die Tasche stecken und immer dabei haben. Und keiner denkt sich was dabei, wenn er es sieht. Was hältst du von der Idee? Ja. Gerade heute ist es nicht mehr selbstverständlich, dass man im frühen Alter schon aus dem Elternhaus auszieht. Ganz im Gegenteil, es gibt viele Nesthocker auch. Das kann man beim Till nicht sagen. Der ist 18 Jahre alt, da ist man noch sehr jung. Aber da macht man sich natürlich auch schon Gedanken, wie es weitergeht. Und diese Gedanken schüren natürlich auch Ängste, denn das Leben ist halt nicht leicht. Und indem man transparent schafft und sagt, man braucht zum Erwachsenwerden bestimmte Dinge, damit kann man die Angst auch schon ein bisschen nehmen. Zusätzlich hilft Johannes Tondera dem Schüler auch in den kommenden Wochen über seine Ängste zu sprechen. Schritt für Schritt wird der 18-Jährige mutiger und stärker. Er konnte sogar schon bei einem Freund übernachten, ganz ohne Schwierigkeiten und ohne Schmusetuch.